Hallo, ich stehe hier und werde heute mal was ganz Ungewöhnliches tun, nämlich nichts konsumieren, sondern etwas unboxen mal wieder. Wow, oder? Kurze Vorwarnung für Leute, die zufällig das aktuelle Bla gehört haben sollten. Es ist nicht das dort mehrfach erwähnte Luxusobjekt, das ich mir für viel zu viel Geld gekauft habe und angemessen vorstellen will. Das kommt erst noch. Das ist was anderes. Es kam nicht auch letzte Woche, kam das hier. Kann man hier nicht lesen bei der Auflösung. Ist auch egal. Ein Paket. Ein tolles Paket, das nämlich so daher kam. Was da heißt. Mit Zoll. Ganz toll. Hier, Zoll, Deklaration, das hier und so weiter und so fort. Und mich Kackgeld gekostet hat, weil nämlich der Mensch hat es aus England geschickt. Großbritannien, England. Wie wir alle wissen, nicht mehr ein Teil der EU, weil in England, wie soll ich sagen, Haufen sehr dumme Menschen lieber sich ins Knie schießen, als irgendwie ein bisschen Gemeinschaftsgefühl mit dem Rest der Welt zu haben. Ist ja nichts Neues, gibt es ja hier auch, gibt es in Amerika auch. Also, egal. Jedenfalls, das war ein Kickstarter-Dings von vor ein paar Jahren. Dummerweise ist seitdem natürlich der Brexit dazwischen gekommen. Danke. Und nicht nur der Brexit, sondern auch noch die Zolleinheit ist natürlich schon rum seit Anfang des Jahres. Und jetzt seit Juni oder Juli, glaube ich, sind auch die 22 Euro Freibetrag weggefallen. Deswegen, das bedeutet, dass die hier deklarierten 10 Pfund dummerweise nicht mehr frei sind, sondern Mehrwertsteuerkosten. 10 Pfund sind ungefähr 11,70 Euro, sind ungefähr 2,23 Euro oder ziemlich genau 2,23 Euro Mehrwertsteuer. Ist ja okay. Ist nur kacke, wenn dann die Deutsche Post natürlich der Meinung ist, sie müssten, man kann es hier vielleicht sehen, Auslage, wie nennen sie es? Auslagepauschale verlangen, 6 Euro. Vielen Dank. Also statt 2,23 Euro waren es dann am Schluss halt leider 8,23 Euro. Geil. Ja, gut. Das liegt natürlich auch mit dran, dass der gute Mann offensichtlich zwar researched hat, wie man das jetzt ins Ausland schicken muss, aus England, muss er ja auch. Weil ja England, also Großbritannien, eine kleine Insel ist und der ganze Rest jetzt alles, ja, kann man ja genug nachvollziehen. Aber nicht geguckt hat, gut, das kann ich ihm auch schwerlich vorwerfen, wo jetzt welche Länder vielleicht noch die Mehrwertsteuer nicht einziehen und welche dann mit einer Handling-Fee die Leute nochmal ordentlich von hinten penetrieren. Also ich kann euch sagen, also der deutsche Zoll zieht nichts ein, was unter einem Euro ist. Das heißt, ein 19% Mehrwertsteuer unter einem Euro sind ungefähr natürlich nicht ganz 5 Euro. Das heißt, 4 Pfund wären noch gegangen. Ich habe auch ein, zwei Sachen inzwischen bekommen aus England, die waren mit 3 und 4 Pfund deklariert, weil da vielleicht jemand tatsächlich aufgepasst hat oder es wusste oder es ist ein Zufall. Aber hier war es halt nicht so. Also hat es gekostet. Scheiße. Aber gut, jetzt ist es halt so, damit muss man leben. Deswegen bestelle ich normalerweise auch nur Sachen bei Läden, wo der ganze Quatsch vorverzollt ist. Amazon eigentlich. Wobei Bitmap Books macht es auch inzwischen. Und zwei, drei andere Stellen, glaube ich, auch. Aber ich habe noch, ja, Funstock, glaube ich, auch. Aber da muss ich erstmal abwarten, ob das alles klappt. Na gut, wir werden sehen. Also jedenfalls Paket. Wie man nochmal sieht hier, das ist das Ding. Da steht der Wert. Irgendwo hat es da. Das Tolle ist auch, wenn man es natürlich nicht lesen kann, wo war es? Hier auf dem Zettel. Da kann man es nicht lesen, weil der Typ, der das ausgedruckt hat, übrigens auch noch ein guter Gag, muss ich auch noch erzählen, bevor ich endlich auspacke, super. Aber die meisten Leute, die zuschauen, wissen ja eh, wie es abläuft. Der hat offensichtlich einen fehlerhaften Drucker oder das Farbband ist alle oder weiß der Henker was, ob die noch mit Nadeldruckern arbeiten bei der Telekom. Wahrscheinlich. An dem Tag, wo das kam, kam noch ein zweites Paket. Das zweite Paket hat er gegeben. Uns hier klingeln, kommt rein, drückt es in die Hand. Und am Nachmittag gehe ich dann mal raus, schaue in den Postkasten, sehe, oh, da liegt ein Zettel. Ja, die Lieferung dieses Pakets heute Vormittag konnte leider nicht vorgenommen werden. Holen Sie es bitte an Ihrer Post ab. Ich denke mal, okay, das hatte ich ja schon mal so ähnlich. Okay, der darf nicht kassieren wegen Covid und so. Ist blöd, aber es ist halt so. Wobei ich oft genug irgendwelche
DHL-Lieferungen kriege, die sagen, das ist jetzt eigentlich Alterskontrolle und da interessiert es auch keine Sau. Die kommen trotzdem. Naja, interessant. Aber dann hätte er es ja wenigstens sagen können, statt dass er dann beim Hinausgehen oder vor dem Reinkommen einen Zettel in den Postkasten wirft, der Depp. Also das ist wirklich völlig absurd. Und dann steht da drauf am nächsten Tag um 11 Uhr. Warum? Warum so spät? Und ich wusste auch zu dem Zeitpunkt nicht, was es ist überhaupt und habe dann erst durchs Tracking-Nummer, Paketnummer A, GB, okay, das könnte das sein, Gegenwert gerechnet, okay, sind ziemlich genau 10 Pfund, weil ich bestelle jetzt nicht unendlich viele Sachen, wo ich vorher nicht weiß, dass sie kommen oder wann sie kommen, aber das war halt so ein Fall. Ich wusste, der sagt, ich verschicke es jetzt langsam mal, aber nicht wann exakt. Keine Versandbenachrichtigung. Ja, und die Tracking-Nummer von DL begann erst in Niederaula, also wie es schon bei uns hier im Zoll war. Naja, also, ja, genau, wo war ich? Also, das, man sagt es halt nicht. Und dann halt habe ich immer gedacht, okay, dann gehe ich heute Morgen hin, ist blöd, und stelle dann hinten nach mal irgendwann fest, wie ich am Abend nochmal nachgeschaut habe, hoppla, im Tracking wäre sogar angegeben gewesen, wann es im Postzentrale in der Postniederlassung angekommen wäre und ab wann ich es geholt hätte können. Ich hätte es also schon am Tag vorher um 15 Uhr holen können. Ja gut, egal. Also, packen wir es aus. Es ist hier ein Paket, es ist ein Kickstarter, ihr habt das oben den Namen eh schon gelesen, es ist eine Musik-CD. Eine Doppelmusik-CD. So, gucken wir mal. Oh, gut verpackt. Hier nochmal gebubble-wrapped. Da dürfte nichts schief gegangen sein. Ja, Hülle ist noch ganz. Verpackt ist auch noch. So, es ist... Na, spiegelt sich verdammt blöd. Hier, ne? Probieren wir es. Jetzt. Reformation 3 von Matt Gray. Matt Gray ist ein Komponist, der zu der glorreichen alten SID-Soundchip-Zeit des C64 groß geworden ist. Oder halt einer der Prominenteren war. Also nicht auf dem Niveau Galway, Hubbard und Hülsberg, sondern ein bisschen drunter wahrscheinlich. Wobei in England sicher eher als... Aber jedenfalls, der hat also sein bekanntestes Werk ist sicher Last Ninja 2, glaube ich. Vergessen. Und der hat schon mehrere Kickstarter gemacht. Inzwischen gibt es der da 4, das ist der dritte. Die ersten zwei habe ich schon mal irgendwann geunboxed. Die hat es auch lang gedauert, bis die CDs gepresst waren. Beim dritten hat er ursprünglich gesagt, das mache ich jetzt nur noch digital. Also ich habe diese Sachen schon seit über, werden es 2 Jahre sein, auf der Festplatte. Da flog gerade irgendwas durch die Gegend hier. Auf der Festplatte, kann also sagen, die Musik ist gut, aber dann hat er doch auf, weil genug Leute, so wie ich, sich doch gewünscht hätten, dass es vielleicht doch noch ins Regal stellen zu können, hat er dann nachträglich so, okay, wir pressen doch noch welche, könnt ihr nachbestellen. Habe ich gemacht, hat halt ewig gedauert, es kommt zwar auch ordentlich teuer, wie man sieht, lustig, mit einer Floppy-Disk vorne drauf. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, also ich habe es ja lange nicht mehr angehört, das ist jetzt tatsächlich, ich mache es jetzt trotzdem auf, weil ich das blöd finde, sowas. Warum soll ich es verpackt ins Regal stellen, plus ich möchte es ja zeigen. Der Gag an der Geschichte war, dass es nicht eigene Remixes sind, sondern dass er hier lauter Sachen von anderen Leuten geremixt hat. Das ist tatsächlich von Vorteil, weil sich dadurch die Musik ein bisschen abwechslungsreicher ergeben hat und er auch ein paar Sachen dabei hatte, die nicht sein typisches Musikspektrum so sehr in dem drin sind. Also um ehrlich zu sein, die ersten zwei, die waren gut, aber sein eigenes Zeug ist relativ, bis auf Last Ninja, wenn ich mal ganz ehrlich bin, relativ ähnlich und die Remixes waren immer sehr gerne Sit and Drums. Also stimmt nicht ganz. Also relativ nah am Originalwerk und halt Drums drauf. Und das hier, also die Musik ist gut. Die kann man auch jederzeit kaufen auf. Also wenn ich es nicht vergesse, schreibe ich unten in die Beschreibung rein, wo man sie kaufen kann. Irgendwie 6581 Shop, glaube ich. Also so Sit-Nummer. Muss ich nochmal nachgucken. Kann man jedenfalls kaufen. Oder die CD auch bestellen, dann kann man es wahrscheinlich gleich runterladen und muss halt warten und dann einen Zoll zahlen. Also kann ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, außer man will es unbedingt verpackt haben. Die Musik an sich ist gut. Und vor allem muss ich natürlich den Herrn Gray loben. Der hat jetzt, das hat 2 Jahre gedauert, aber er hat immer seine Versprechungen eingehalten. Das ist der dritte funktionierende Kickstarter. Der vierte ist gerade schon lang rum, aber noch nichts gekommen, aber das wird sicher auch werden. Da bin ich absolut sicher.
Wenn ihr übrigens gerade einen Schnitt bemerkt habt, ich habe doch was rausgeschnitten, was ich aufgenommen habe, bevor mir nicht wieder irgendjemand richtig blöd kommt, weil ich habe mich über manche Sachen sehr aufgeregt, gerade ein bisschen. Zu Recht, absolut zu Recht, aber ich habe keine Lust, dass mich irgendwelche Irren deswegen dann dumm anblöken. Also habe ich es dann doch wieder nochmal geändert, bevor ich es hier ganz von vorne aufnehmen muss. Also wie auch immer, diese schöne CD. Übrigens, der Schnitt war dann bevor das hier, egal. Also, schöne CD, schöne Hülle. Ja, hier ist eine CD, hier ist ein Booklet. Das Booklet ist, ja, guck mal, also eine CD. So, kriege ich das jetzt hin mit der zweiten Aufklappen, wo ich gleich alles kaputt mache? Jupp. Zweite CD. Hier Rückseite des Inlays. Ja, und halt mal schauen, ob im Booklet irgendwas Sinnvolles drinsteht. Okay. In der Theorie ja. Das sind wohl diese berühmten, was steht denn hier? Das Vorwort und dann die Liner Notes. Das ist ehrlich gesagt alles immer sehr interessant, aber es ist so winzig klein und weiß auf schwarz. Ah, nicht ideal für halbblinde Menschen wie mich, ein bisschen schwierig zu lesen, aber grundsätzlich sehr interessant. Ich würde mir wünschen, es gäbe es irgendwie als PDF. Vielleicht schreibe ich ihn mal an. Oder ich quäle mich einmal durch. Jedenfalls, das Booklet, ja, unspektakulär, aber also optisch super unspektakulär, aber es hat einen Inhalt. Das ist schon okay. Ist mir ehrlich gesagt auch lieber wie 20 Seiten mit irgendwelchen Artworks, die keine Sau interessieren, nachdem man es ein halbes Mal angeschaut hat. Wenn ich Artworks will, kaufe ich ein Artbook und keine CD mit einem Inlay. Egal. Also jedenfalls Reformation 3 von Matt Gray ist gut. Die kommt jetzt bei mir ins Regal zu den anderen Reformations, einem Last Ninja 2 Remix. Und ich freue mich drüber und hoffe, dass der 4-mal langsam fertig wird. Und für euch war es hoffentlich ein bisschen interessant. Und das nächste Mal gibt es dann vielleicht oder hoffentlich schon das Luxusobjekt, wo ich mal angesprochen habe. Bis dahin. Tschüss.